Hast du in deinem Aquarium schon mal ausprobiert, verschiedene Bodendecker miteinander zu kombinieren, um einen natürlicheren Look zu erzeugen? Um genau das soll es in diesem Video gehen. Ich möchte dir einmal verschiedene Bodendeckerpaare vorstellen, die wunderbar miteinander harmonieren und gut zusammen funktionieren. Und zwar für unterschiedliche Ansätze. Einerseits kann man mit verschiedenen Bodendeckern, die man zusammen in einem Aquarium benutzt, eine bessere Tiefenwirkung erzielen. Andererseits kannst du mit Bodendeckern, die auch wirklich absichtlich ineinander wachsen, einen besonders natürlichen Look erzielen. Ganz generell gilt zum Kombinieren von Bodendeckern, du solltest dir natürlich Bodendecker aussuchen, die auch von den Bedingungen ähnlich sind. Also nicht eine sehr einfache Pflanze mit einer sehr schwierigen Pflanze kombinieren, denn auf welche Bedürfnisse gehst du dann ein? Du müsstest dann immer auf die schwierigeren Bedürfnisse eingehen, was natürlich machbar ist. Das kann aber dazu führen, dass dann gerade die eine Pflanze sehr viel schneller wächst als die andere Pflanze, was dann natürlich die Durchmischung so ein bisschen schwierig macht. Aber schauen wir uns mal an, um was für Paare es gehen soll. Ich habe für dieses Video zwei Kategorien angelegt. Die erste Kategorie ist Bodendeckerpaare mit ähnlichen Blattformen. Die dient nämlich dazu, eine Tiefenwirkung zu verbessern. Die zweite Kategorie, um die es später gehen wird, ist die der Bodendecker mit unterschiedlichen Blattformen, die aber besonders schön zusammen durchmischt aussehen, die also ineinander wachsen sollen und damit einen natürlichen Look erreichen. Wir starten mit dem ersten Paar mit ähnlichen Blattformen und das ist die Variante Glossostigma elatinoides und Elatin Hydropiper. Ganz generell, ich kann dir in diesem Video tatsächlich nicht zu allen Bodendeckern Bildmaterial einblenden, was aus meinen eigenen Aquarien kommt, denn ich habe nicht alle diese Bodendecker selber schon einmal gehalten, aber das ändert natürlich nichts, dass das Wissen über die Verbindung dieser Bodendecker trotzdem vorhanden ist, selbst wenn ich sie selber noch nicht aktiv hatte. Ich kann dir nur keine umfassenden Informationen und Erfahrungsberichte zur Haltung der entsprechenden Pflanzen geben. Betrachte dieses Video also mehr als eine Art Inspirationsquelle, was du vielleicht einmal ausprobieren könntest in deinem Aquarium, wenn für dich das Zusammensetzen verschiedener Bodendecker in Frage kommt. Glossostigma und Elatin gehören deshalb wunderbar zusammen, weil Elatin Hydropiper exakt so aussieht wie Glossostigma elatinoides, aber die Blätter kleiner sind. Und deshalb kannst du hier diesen tollen Tiefeneffekt erreichen, indem du Glossostigma elatinoides als Bodendecker weiter nach vorne pflanzt, also in Richtung Frontscheibe, und Elatin Hydropiper in einem ansteigenden Layout, was auf Tiefenwirkung ausgelegt ist, weiter nach hinten pflanzt, weil es dann so aussieht, als sei diese Pflanze weiter weg. Dadurch, dass die Blätter gleich sind, erreicht man eben eine viel bessere Illusion dieser Tiefe und kann so wirklich diese beiden Bodendecker schön kombinieren. Eine andere Variante, die sehr, sehr ähnlich dieser ersten Variante ist, ist die Kombination von Hymianthus calitrichoides cuba und Micranthemum tweedii, was vormals Micranthemum Monte Carlo hieß. Das Monte Carlo wird ebenfalls größer als das Hymianthus cuba, das heißt auch hier Micranthemum tweedii kommt weiter nach vorne in Richtung Frontscheibe und Hymianthus calitrichoides cuba kommt weiter nach hinten in Richtung Rückscheibe. Bedenkt aber dabei, dass so ein Layout, was auf Tiefenwirkung ausgelegt ist, davon lebt, dass das Gleiche auch mit dem Hardscape passiert, dass das auch beim Hardscape müssen die großen Steine, die großen Wurzeln näher an der Frontscheibe sitzen und die kleineren laufen immer weiter nach hinten. Und ganz, ganz wichtig, der Bodengrund muss aufgeschüttet sein. Das heißt, der Bodengrund muss immer von vorne nach hinten aufsteigen, also höher werden, damit diese Tiefenwirkung erreicht werden kann und damit auch die Kombination dieser beiden Bodendecker Sinn macht. Eine weitere schöne Kombination, die auch für größere Becken ganz gut geeignet ist, wenn man jetzt nicht diese ultra kleinen Pflanzen haben möchte, ist Marsilea hirsuta und Marsilea crenata. Da siehst du es auch alleine deshalb daran schon, dass es beides mal quasi die gleiche Pflanze ist, nur zwei unterschiedliche Höhenvarianten. Marsilea hirsuta wird deutlich größer, Marsilea crenata bleibt deutlich kleiner. Gleiches Spiel, Marsilea hirsuta kommt nach vorne, Marsilea crenata kommt nach hinten. Ganz generell, wenn du diese Bodendecker in Richtung Tiefenwirkung kombinieren möchtest, würde ich dir immer empfehlen, du kannst sie natürlich irgendwo in der Mitte des Beckens quasi nebeneinander pflanzen, damit sie so ein bisschen ineinander übergehen, durcheinander wachsen und diesen Übergang sanft gestalten. Das geht, aber trotzdem ist der Übergang manchmal doch sehr sichtbar und sehr hart. Ich würde dir deshalb eher empfehlen, an irgendeiner Stelle mit Hardscape eine Art Begrenzung zu ziehen. Beispielsweise hast du den Vordergrund mit so einer kleinen Sandfläche, irgendwo so ein paar Steine herragen und wo vielleicht so ein paar Wurzeln herragen. Und dort wird jetzt Marsilea hirsuta gepflanzt, weil es eben ganz vorne ist und du für die Tiefenwirkung dort die größere Pflanze haben willst. Und irgendwo ungefähr so auf der Mitte
Mitte des Aquariums ragt eine Wurzel so quer über den Bodengrund und trennt sozusagen dort den Vordergrund vom Hintergrund. Und dahinter fängst du dann an, Marsilea crenata zu pflanzen. Das erzeugt nochmal mehr den Eindruck, dass diese Wurzel dir gerade auf etwas die Sicht versperrt und du weiter hinten dann Marsilea crenata sehen kannst in der kleineren Variante und deshalb bei dir der Eindruck erzeugt wird, dass das sehr viel weiter weg ist. Das letzte Pärchen dieser Richtung ist Eleocharis parvula und Eleocharis acicularis. Eleocharis parvula ist im Endeffekt die Eleocharis mini, also die kleine Variante, und Eleocharis acicularis ist die größere Variante. Hierbei ist es wirklich so, dass die Pflanze exakt gleich aussieht, nur die Blätter werden länger. Das macht es ein bisschen schwieriger zu kombinieren, meiner Meinung nach, weil man nämlich in den einzelnen Blättern von der Form der Blätter, von der Struktur der Blätter keinen Unterschied sieht. Es gibt dann einfach nur manche Blätter, manche Halme, das sind ja im Endeffekt Grashalme, die sind länger und andere sind kürzer. Deshalb finde ich, ist bei der Kombination dieser beiden Pflanzen besonders wichtig, irgendwo eine Trennung zu haben, weil wenn sie einfach so ineinander überwachsen, ist es manchmal schwer zu sehen, wo denn überhaupt die kleinere Pflanze anfängt, je nachdem, wie weit auch die Ausläufer der einzelnen Pflanzen schon gekommen sind. Deshalb wäre das das Paar, was ich auch als letztes jetzt genannt habe, weil ich das nicht ganz optimal finde in der Kombination her, weil die Blätter einfach zu gleich aussehen und sich nur in der Länge unterscheiden. Hast du denn in deinem Aquarium auch schon mal Bodendecker gemischt? Wenn ja, schreib mir das mal unten in die Kommentare. Ich wäre sehr interessiert daran, von dir zu hören, welche Bodendecker du denn kombiniert hast und aus welchem Grund. Also ab damit unten in die Kommentare und ich freue mich, deine Kommentare hier zu lesen. Kommen wir jetzt mal zu den Bodendeckerpaaren mit unterschiedlichen Blattformen, die aber einfach optisch sehr gut miteinander harmonieren. Und da ist die erste Kombination eine, die ich mittlerweile sehr, sehr gerne benutze, die ich schon in zwei verschiedenen Becken hier selber hatte. Und zwar Liliaopsis brasiliensis und Micranthemum tweedii. Das Tolle ist, dass die beiden Pflanzen recht anspruchslos sind, also Micranthemum tweedii, gerade im Vergleich zum Hemianthus calithrichoides cuba, ist ja wirklich recht anspruchslos, kann also auch gut in einem Becken wachsen, was nicht unbedingt Hardcore-CO2, Hardcore-Düngung reinbekommt, und das gleiche gilt für Liliaopsis brasiliensis auch. Man muss bei der Kombination dieser beiden Pflanzen so ein bisschen aufpassen, weil das Micranthemum tweedii unter den richtigen Bedingungen deutlich schneller wächst als Liliaopsis brasiliensis, deshalb kann es sein, dass im Laufe der Zeit Micranthemum tweedii hier die Oberhand gewinnt. Da muss man gucken, dass man das regelmäßig entsprechend zurückschneidet, um das angeglichen zu haben. Aber die Kombination dieser beiden Bodendecker sieht einfach sehr schön wild aus. Und das ist, glaube ich, das, was gerade für Aquascapes, die so in Richtung Jungle-Style gehen, die so in Richtung klassischer Nature-Style gehen, super gut aussieht. Zweite Kombination, die ich selber in meinem 60P Iwagumi hier benutze, die Kombination aus Glossosigma elatinoides und Eleocharis parvula. Beides sehr schnell wachsende Bodendecker, wenn die Bedingungen passen. Deshalb kommt das gut zusammen. Man hat nie den Eindruck, dass der eine oder der andere Bodendecker jetzt irgendwo ja die Überhand gewinnt und den anderen unterdrückt, weil sie einfach beide sehr, sehr fix wachsen. Und der weitere Vorteil, man kann sie beide quasi gleichzeitig beschneiden, denn beide reagieren auf einen Beschnitt sehr ähnlich. Man kann Eleocharis parvula einfach von oben schön wegschneiden und man kann Glossostigma von oben einfach schön wegschneiden. Deshalb ist die Pflege relativ easy. Das ist bei der Kombination von gerade Liliaopsis brasiliensis und Micranthemum tweedii nicht so, weil du Liliaopsis brasiliensis nicht einfach runterschneiden kannst. Die Blätter sterben dann ab. Du kannst da einfach nur die Ausläufer rausziehen. Deshalb musst du da ein bisschen aufpassen, dass du eigentlich nur das Micranthemum tweedii beschneidest, das Liliaopsis aber nicht. Das ist jetzt bei Glossosigma und Eleocharis ein bisschen leichter. Dafür beides Bodendecker, die höhere Ansprüche stellen. Also CO2 sollte auf jeden Fall da sein. Es sollte auch mehr Licht da sein als für Liliaopsis und Micranthemum. Aber dann bekommt man eben auch da einen sehr schönen natürlichen Look und auch einen Look, der ein bisschen tiefer wirkt, weil nämlich die einzelnen Pflanzen sehr viel kleiner sind, die Blätter sind sehr viel kleiner und deshalb ist da automatisch der Effekt von Weite, der Effekt von Größe ein bisschen besser gegeben als bei Liliaopsis und Micranthemum. Und die letzte Kombination, die ich so aktuell auch in dem Low-Budget-Aquarium verpflanzt habe, ist Marsilea crenata und Cryptocoryne pava. Beides sehr anspruchslose Bodendecker. Die Marsileas gehören ja tatsächlich zu den Bodendeckern, die am einfachsten zu halten sind, wo nicht unbedingt CO2 zugesetzt werden muss. Bei den Cryptocorynen natürlich, die Cryptocoryne an sich ist ohnehin relativ anspruchslos. Hier muss man jetzt allerdings auch aufpassen, denn Cryptocoryne pava wächst extrem langsam und selbst Marsilea crenata wächst einfach im direkten Vergleich super, super schnell. Deshalb muss man da so ein bisschen schauen. Ich würde dir aber auch empfehlen, das nicht in der Form zu machen, dass wirklich die Bodendecker 50-50 sauber gemischt werden, sondern die Cryptocoryne pava ist mehr eine Art, ja, Highlight, mehr eine Art Key-Element, was an
strategischen Stellen gepflanzt wird und rundherum bzw. an anderen Stellen wird dann die Massilea gepflanzt. Es geht also bei den beiden nicht unbedingt darum, sie ineinander wachsen zu lassen, weil das würde nicht richtig passieren, weil wie gesagt, die Kryptokoryne wächst einfach so dermaßen langsam, dass das nicht geschieht in dieser Form, sondern diese Bodendecker kannst du einfach gut kombinieren auf einer optischen Ebene, also im Vordergrund, wo du an einzelnen Bereichen im Aquarium, an einzelnen Key-Elementen des Layouts eine Kryptokoryne Pava setzt, die eben grasartig aussieht und an anderen Stellen dafür eine Massilea crenata, die eben andere Formen aufweist, zum Beispiel diese Einzelblätter oder manchmal, wenn man Glück hat, auch diese Kleeblattform mit 3 oder 4 Blättern an einem Stiel. Das sieht einfach sehr schön durchmischt und damit sehr schön natürlich aus. Denn du musst dir immer überlegen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwo in der Natur an irgendeiner Stelle, beispielsweise um eine Baumstumpfwurzel herum, nur einen einzigen Bodendecker finden würden. Das passiert normalerweise nicht. Es gibt immer Sporen anderer Pflanzen, die sich dort niederlassen. Und so findet immer eine Durchmischung verschiedenster Pflanzen um so ein Element statt. Und genau dasselbe sollte im Aquarium, im Aquascape, auch das Ziel sein, um einen möglichst natürlichen Look zu erzeugen. Das wären meine Tipps zum Thema Bodendecker durchmischen mit den zwei verschiedenen Arten. Entweder um eine größere Tiefenwirkung zu erreichen, dann brauchst du Bodendecker mit ähnlich aussehenden Blättern oder um eine große oder eine bessere Natürlichkeit in der Optik zu erreichen, dann müssen die Bodendecker nicht die gleichen Blätter haben, aber sie sollten ähnliche Ansprüche haben, damit die Pflege nicht super aufwendig wird. Links zu allen gerade genannten Pflanzen findest du natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Schau dir das also einmal an, da kannst du direkt draufklicken und dir auch noch einmal die Beschreibung der einzelnen Pflanzen raussuchen und anschauen, wenn du vielleicht noch nicht so ganz genau weißt, ob das eine Pflanze ist, die bei dir gut haltbar wäre. Und da kannst du sie natürlich auch direkt bestellen und zu dir nach Hause liefern lassen, wenn du sie haben möchtest. Und wenn du jetzt noch mehr über Pflanzen erfahren möchtest, dann empfehle ich dir hier mein Video zu 10 einfachen Pflanzen für dein Aquarium. Da ist nochmal eine ganz andere Auswahl verschiedener Pflanzen drin, die einfach zu halten sind, mit denen du also in egal welchem Aquarium keine großen Probleme haben wirst und die dich sicherlich auf neue Ideen für dein neues Aquarium bringen.